Na moin. sagt nichts. Ich weiß, ich bin schön. Okay, willkommen zu einer neuen Aufnahmesitzung von Ach, da baut die Welt sich noch auf Minecraft. Falls hier ein paar Sachen im Inventar anders sind, vielleicht auch der eine oder andere Klotz fehlt und vor allen Dingen, ich habe ja auch zwischendurch geschlafen, wundert euch nicht. Ich habe einen Neuanfang 5 Minuten versaut, weil ich mich komplett verlabbert habe. Jetzt fängt das schon wieder an. Und damit das nicht wieder passiert, machen wir erstmal irgendwas Langweiliges, damit wir hier mal reinkommen. Habe ich Erde dabei? Ja, ich habe Erde dabei, sogar mehr als ich will. Ich habe Spitzhacken. Ja, die habe ich schon vorproduziert. Ihr seht mal. Also das hier ist immer noch, das ist immer noch Uncut, ne? Also, naja, erinnert mich daran, dass ich die nachher wieder anziehe. Der Bogen ist ja repariert. Gut. Ich guck mal hier kurz in die Öfen rein, ob hier irgendwas Feines ist. Was könnte man denn mal Langweiliges machen? Also, ich habe ein paar langweilige Dinge. Gott, und ich habe wieder so viel vor. Welcher Gott? Wir reißen mal das Getreide weg. Gott, ist das laut auf den Ohren. Welcher Gott? Ja. Etwas unkoordiniert heute. Ja, was erzähle ich als erstes? Lasst mich wieder reinkommen. Haben wir schön Bambus da drüben. Damit habe ich was vor. Ich weiß nicht, ob heute. Eigentlich, ach Leute, ich weiß gar nicht, was ich euch zuerst erzählen soll. Hundi! Warum bist du Vogel denn hier und warum sitzt du nicht? Komm her. Ich muss mal kurz den Hundi ins Gefängnis schicken. Ey, Hundi! Hundi! Dieser Kackvogel, dieser Stuhlvogel weiß ganz genau, dass ich ihn da unten nicht gebrauchen kann. So. Fängt ja wieder gut an. Ja, ich hätte so schon eine Menge hier zu tun. Ach ja, übrigens, erste Aufnahmesitzung in 2021. Hoffen wir mal, dass das Jahr nicht ganz so beschissen wird, wie ich glaube. Ich glaube, da, ne? Lockdown jetzt bis Ende Januar. Wer hätte es gedacht? Also niemand, ne? Wäre niemand drauf gekommen. Ja, wer jetzt noch sagt, der Honk, das ist ein blöder Verschwörungstheoretiker, der weiß überhaupt nichts und der macht nur allen Angst. Yeah, think again, ne? Oder naja, again, hast wahrscheinlich noch nie gedacht. Jetzt fängt er hier wieder an, so frech zu sein, ne? Ja, das muss so. Was macht er hier? Ja, wie du siehst, ernte ich das Getreide und das aus einem ganz bestimmten Grund. Ich möchte nämlich möglichst bald die 30 Erfahrungslevel da auf die Kette kriegen, damit wir keine Angst haben müssen, die zu verlieren. Verstehst du? Das wäre nämlich ganz knorke, wenn das mal nicht passieren würde. Alter, die Java-Message-Skripts sind wieder stark. So. Ja, also ich hätte so schon eine ganze Menge heute zu tun, habe ich mir vorgenommen. Aber dann habe ich hier in der Welt so ein ganz klein wenig wieder meine Generalprobe, meine Creative-Skizze gemacht, so für die eine oder andere Sache und bin dabei auf eine wahrhaft größenwahnsinnige Idee gekommen, die aber so schön ist, dass wenn ich sie nicht mache, es mir so aua weh tun würde. Also machen wir das, aber wahrscheinlich nicht heute. Wir könnten heute vielleicht ein bisschen damit anfangen. Ach, und ich bin so versucht, warte mal, alter Honke des Rülps. Ich bin so versucht, euch das alles zu erklären, aber auf der anderen Seite möchte ich, dass es eine kleine Überraschung wird. Und ja, übrigens, die Felder hier kommen weg, ne? Die werden woanders hin verlegt. Ich weiß nicht, ob wir heute damit anfangen oder nicht. Nee, das Projekt, das ich vorhabe, gehört hier zur Insel und wird das größte an dieser Insel sein, was jemals gebaut wurde. Die Insel wird vergrößert. Nein, nicht in der waagerechten, also nicht vergrößert an sich. Es wird auch nicht es wird auch kein weiteres Stockwerk oben drauf gebaut auf das Haus. Was mache ich jetzt eigentlich? Ja, ich weiß schon was. Nein, das Ganze wird sich eher in die Tiefe verbessern und ja, ich mag gar nicht drüber nachdenken. Es ist ein schönes Projekt. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schönes Projekt, woran wir sicherlich viel Spaß haben werden, aber sich einige Leute auch tierisch zu Tode langweilen werden. So läuft alles. Ich muss direkt aufpassen, weil, na, weiß ja Bescheid. Die Technik macht nicht immer mit. Ja. Ich sehe gerade,
der Spielsound wird nicht aufgenommen. Leute, das ist doch wohl eine Frechheit, ne? Jetzt nimmt das Teil den Spielsound nicht auf. Ich bin sofort wieder da, ich muss mal umschalten. So, jetzt dürfte der Game-Sound... Jop, der Game-Sound ist verfügbar. Ja, warum OBS immer irgendwie auf Dinge umschaltet, die gar nicht da sind, wie zum Beispiel meine alte Focusrite-Soundkarte, von der ich den Treiber inzwischen entfernt habe. Ich habe keine Ahnung. Ja, deswegen muss man halt immer darauf achten, was geht und was geht nicht, Digga. Ja. Was hatte ich jetzt erzählt und was nicht? Ist egal. Ja, das neue Projekt, das hier auf der Insel in die Tiefe stattfinden soll, hört sich komisch an, ist es auch. Er heißt Ocean Lounge. Es ist ein Projekt, das diese Insel, also dieses Domizil hier noch pornöser, noch luxuriöser macht als der Strand draußen, der auch noch nicht beendet ist. Ja, hier ist so vieles nicht beendet. Hinten der Park, hinterm Haus. Alles das muss noch gemacht werden, meine Lieben. Aber das so nach und nach. Wir schauen mal, was wir heute fertig kriegen. Ich werde versuchen, das möglichst abwechslungsreich zu halten. Die meisten Dinge, die ich eigentlich heute vorhätte, wären eher langweilig. Aber auch wenn der Horsti hier immer, sei mal gegrüßt, wieder Horsti, wenn der Horsti hier immer sagt, oh ja, Diggi, das geht schon klar, ne? Kannst du machen, kannst langweilen bis zum geht nicht mehr. Ich höre dir gerne zu, wenn du laberst. Nun, ja, ich weiß, der Horsti ist hier. Oi, der Horsti geht jetzt erstmal schlafen. Nein, der Honk geht erstmal schlafen. Nee, ich weiß, der Horsti ist hier nicht in der Mehrheit. Als einzelne Person ist das auch ein bisschen schwer, in der Mehrheit zu sein. Ich bin hier in der Mehrheit. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Ja, ja, in einer kleinen Testaufnahme habe ich vergessen. Also als ich hier angefangen habe, meine Planung zu machen. Mein Gott, was ist Leute, heute los hier? Da habe ich vergessen, wie ich das mache, halt für meine Tests in den Creative-Modus zu schalten. Und rate mal, was sofort passiert ist. Ich kam nach draußen und da war ein Creepy Creep. Und das war laut, sagen wir es mal so. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin der Honk, moin, das sollte inzwischen klar sein. Nee, ich mache immer so Generalproben und Planungen im Creative-Modus. Deswegen habe ich hier die Cheats eingeschaltet, falls sich schon mal jemand gewundert hat. Und für nichts anderes. Alter! Schon ein Andy. Andy, Andy, Andy. Warte mal. Und ich hab, Andy, ich hab's mit dir vor. So, wo ist denn mein Schwerti, mein Bulgelein, mein Schwertilein und sonst was fein? Mhm. Jetzt hat sich das Kackstück schon wieder verpieselt hier. Wo ist er denn? Hi! Andy! Alter, das ist nicht wahr, ne? Da willst du mit dem Viech mal Spaß haben? Ich glaube, der merkt das. Der hat sich das schon irgendwie so gedacht. So, oh ja, der Honk, der baut da irgendwie so ein Ding auf. Und dann weiß ich ganz genau, dann will er mich töten. Hey, was machen wir denn hier? Geil. Gib her. So, Andy. Andy ist nicht da. Können wir den Kram da drüben wieder abbauen. Meine feige Sau, ne? Ja, was wollte ich jetzt noch sagen alles? Also... Ja, wie gut, dass ich ja erstmal mit langweiligen Dingen anfange. Warte mal. Ehe der noch wiederkommt, während ich hier die Kühe füttere, das hatte ich jetzt nämlich vor, weil wir hatten ja hier einen großen Schaden angerichtet und den wollen wir natürlich wieder gut machen. Und damit uns auch gleich wieder Erfahrungspunkte holen, weil mir würde es, dem Honk würde es gar wirklich gefallen, wenn wir es hinbekommen könnten, nochmal 30 Erfahrungspunkte voll zu machen. Und wir gehen nachher auch mal Strip Mining runter in die Mine. Denn ich träume von Diamanten. Jawohl, ich träume von Diamanten. Ach ja, das wollte ich erzählen. Also, für diejenigen, die es nicht wissen. Ich baue größere und kleinere Strukturen immer ganz gerne mal. Oh, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Pillager. Halt. Kühe weg. Ja, komm. Geht weg, Kühe. Ich muss jetzt mal die Pillies da platt machen. Hui, jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit. Jo. Gib her. Hör auf mich zu schießen.
Hä? Warum treffe ich die nicht? Keine Chance, ihr Vögel. So, Bennerchen. Das hatten wir lange nicht mehr, ne? So, ja. Andy hat sich endgültig, ne? Verzogen. Ja, das war doch jetzt mal irgendwie auch mal ganz nett, mal ein paar Pillis platt zu machen. Wir brauchen einmal. Ja, den Bambus, den ernte ich jetzt mal nicht ab. Was wollte ich jetzt sagen? Also, ehe ich wieder nicht dazu komme. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ich baue hier die kleinen oder großen Sachen, damit ich die Leute nicht langweile mit, wie mache ich das jetzt, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes, baue ich im Creative-Modus in einer Kopie der Welt dann jeweils auf. Das mag als Cheaten erscheinen dem einen oder anderen, ist mir doch egal. Aber es erspart euch viele Dinge zu sehen, wie mache ich das jetzt? Ich hasse es ganz einfach, wenn ich bei Let's Playern zuschaue, die schlichtweg während ihrer Aufnahme zu viel rumrätseln, was sie ja denn jetzt machen wollten. Ne? So, wir haben ein weiteres Banner für die Außenfront des Hauses. Und ja, weißt du, dann hängen wir das mal hier vorne dran. Ist ja auch nicht schlecht. Ominous Banner. Zack. Ja, da haben wir schon zwei. Ich glaube, an der Vorderseite haben wir auch schon zwei, ne? Haben wir das? Jo. Das heißt, wir haben sechs. Wir haben sechs, Alter. Endlich mal wieder richtig sechs haben, ist auch eine gute Sache. Ich hole mir mal kurz ein Eimerchen, damit wir den Bad Omen-Effekt wegkriegen, weil ihr wisst ja, es ist ganz schnell mal, dass man vergisst, dass man einen solchen hat. Ach nicht, ich habe hier keinen Ei mehr. Hä? Wo zum Geier ist der Ei mehr, den wir hier schon mal hatten? Naja, gut, komm. Dann bauen wir uns halt ein. Digga, bau mal ein. Ich weiß, der ist auch nicht neu. Nee, also ich kann es ganz einfach nicht leiden, wenn ich Let's Player sehe, die zu sehr rumrätseln, was sie denn als nächstes tun werden und damit die Hälfte bis drei Viertel einer Folge bestreiten. Da bin ich doch schon lieber voll am Start, wenn ich mich anfange aufzunehmen. So erspart man sich, so kann man... was ist denn hier los? Warum kann ich hier nicht durch? Ach, durch den Bambus kann man nicht durchlaufen. Na, das ist ja was ganz Neues. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, da kann man durchlaufen wie durch Zuckerrohr. Ja, gut zu wissen, ne? Hier gibt man Musaft, Digga. Jo. Alles klar. Wir sind wieder sauber. Hier möchte ich eigentlich heute rein. Irgendwann mal. So, wir hatten 5 Minuten aufgenommen, wenn ich mich... Alter. Wir hatten 5 Minuten aufgenommen, als ich festgestellt habe, dass der Spielsound nicht funktioniert. Jetzt sind es wieder 8 Minuten. Das heißt, wir sind so knapp über eine Hälfte, über die Hälfte einer Folge hinaus. Ja, und jetzt buddeln wir ein bisschen, würde ich sagen, damit ich euch noch ein bisschen was erzählen kann. Jetzt wird es mir schwerfallen, euch nicht zu verraten, was ich vorhabe, denn... pass mal auf, hier ist halt der Lagerraum, ne? Und ich sagte, wir brauchen einen, Portalraum. Richtig, Portalraum heißt es. Hier auf Honky Island. Den brauchen wir nicht unbedingt, aber es ist besser, weil da muss man nicht immer, wenn wir hier ankommen von irgendwo anders, extra rüberlaufen. Ne? Dadurch ein Wald und so, ne? Also, pass mal auf. Ich will mal kurz hier die Mitte ermitteln von diesem, ja, das ist nicht schwer, ne? Hier so. Und hier gibt es eigentlich keine Mitte. Also sagen wir, das ist die Mitte. Ja, hört sich komisch an, ist es auch. Jetzt wirst du dich wundern, ich haue jetzt ein Loch in den Boden. Ist zur Positionsbestimmung unseres entstehenden Portals. So, grab den mal weg da. So, und dann genau an der Stelle graben wir uns runter. Die Platte wird wieder reingesetzt, sobald wie möglich. Ja, ich grab mal noch unten einfach so. 2, 3, 4, 5, 6. Nö, eigentlich sind es 5. Okay, dann lass mich überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Nö, das ist schon gut so. Jetzt müssen wir uns da irgendwie wieder hochbauen. Oder wir bauen uns nach vorne raus, wenn ich jetzt wüsste. Schieten.
Ja, ich weiß nicht mehr, welche Richtung das war. Alles klar. Auch der Honk kann mal Fehler machen. Der macht ständig Fehler. So, wir graben uns. Ja, mach das mal mit der Schaufel hier. Bis nach unten wieder runter, wo wir eben waren. Dann graben wir nach da. Und dann müssen wir nach da graben. Dann müssten wir eigentlich genau auf den Schacht zukommen. Jo. Superbe Angelegenheit. Jetzt wunderst du dich vielleicht, warum gräbt er so tief runter? Er wollte doch nur einfach einen Portalraum haben. Ja, das hier wird unser... Das hier wird nicht der Portalraum. Was? Nein, der Portalraum kommt eine Etage weiter runter. So. Und dann machen wir das so. Ich muss jetzt sicher gehen. Moment mal. Ah ja, da haben wir rausgegraben. Okay. Ich muss jetzt sicher gehen. Vorsichtig. Dass das die richtige Höhe ist. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist gut so. Und der hier ist 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, da muss ja noch einen runter weiter. Ja, Entschuldigung. Nicht alles lässt sich in der Generalprobe oder in der Skizze absolut auf den Punkt definieren. Das Ding hier soll nämlich 6 hoch sein und der da drunter 5. Also sind das jetzt 1, 2, 3, 4. Da muss noch einen runter und dann haben wir das. Das hat alles seine Bewandtnis. Glaubt es mir, dieser Block da bleibt nicht hier. So. Dann graben wir mal hier rüber. Und hier kommt unser Portal rein. Jawohl, hier kommt unser Portal rein in diesen noch nicht vorhandenen Raum. Hierfür, ich werde das hier erstmal markieren, den Punkt. Haben wir irgendwas auf Tasche, was hier so ganz und gar nicht reingehört? Weißt du was, ich baue hier mal einen Holzklotz rein. Nur so als Markierung, dass das unsere Portalmitte ist. Warte mal. Nein, ich bin doch ein Honk. Ich bin ein Honk und ich baue nur Müll. Baue einfach nur Müll. Warum habe ich das Kuhfutter noch dabei? Siehst du, der Honk baut nur Müll. Ja, hoffentlich. Ich baue da erstmal ein Stück Erde rein. Erdenbrudi. So, das sind 5. Ja, genau, 5. Wenn wir das hochgraben, sind das 5 Blöcke. Ich hoffe, ich kriege das hier heute alles geschießt. So, wir machen mal hier, wir graben hier einfach erstmal so weit aus und wir bauen so weit, wie wir brauchen. Um unser Portal zu setzen. Also hier rein. 5. Ja komm, schachten wir das aus. Kann ja nicht schaden. Und wer es nicht mag, beim Schacht zuzuschauen, guckt doch mal in der nächsten Folge rein, ne? Herzliches Willkommen übrigens an meine neuen Zuschauer. Ich habe jetzt 372 Abonnenten. Ja, die kriegst du an einem Tag, Kollege. Aber das ist, weil du ganz einfach ein super duper Gamer oder aber auch Spammer bist. Ja, schöne Grüße auch mal an die Spammer hier. Die Copy- und Paste-Poster, die ihre vorgefertigten Kommentare in meine Kommentare posten und annehmen. Ich würde tatsächlich annehmen, das wären genuine, also originale Kommentare, die nur für mich gedacht sind. Ja. Ja, wenn du den gleichen Kommentar 10-mal hintereinander in meine Kommentare postest, dann weiß ich, dass du ein Spammer bist. So, 1, 2, 3. Ja, wie gesagt, ich grab hier erstmal so weit aus. Aha. Moment mal. Das ist nicht wahr, ne? Nee, das ist nicht wahr. So. Werdet ihr noch sehen, was jetzt nicht wahr war oder was war. So. Die Frage ist ganz einfach nochmal. Wie viele Schichten haben wir denn hier drüber? Oh, es regnet.
Na, das ist ja mal was ganz Tolles. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier einen Boden mache. Denn das Teil ist, wenn wir jetzt das Portal erstmal aufbauen. So. Hier kommt ein Boden rein. Ich glaube, wir müssen den noch einen tiefer machen da unten. Den Raum. Weil sonst müssen wir die gleiche Decke wie den Boden haben. Er hört sich komisch an. Naja. So. Nö, ach, der geht ja gar nicht flöten, okay. Ja. Müssen wir hier nochmal einen tiefer gehen, weil ansonsten muss dieser Raum hier das gleiche Material als Decke haben, wie der da drüber als Boden hat. Und das wird ein bisschen seltsam. Deswegen machen wir das lieber mal nicht.